Eine Vogelspinne ist ein genügsamer Kostgänger. Mit einer großen Beute kommt sie lange aus. Dennoch wird jede Möglichkeit genutzt, Beute zu machen. Vogelspinnen sind perfekt angepasste Jäger. Es sind lebende Fossilien, ein Modell, das sich bewährt hat. Diese mittelamerikanische Brachypelma hat im Terrarium eine Grille geschnappt. Mit einer großen Beute kommt eine Vogelspinne lange aus. Allerdings ist nicht jeder Jagdversuch von Erfolg gekrönt, wie die folgende Aufnahme zeigt. Das Beutetier hat Glück gehabt. Vielleicht klappt es aber für die Spinne beim nächsten Mal. In manchen Fällen erkennen Beutetiere die Spinne bereits frühzeitig und können dann flüchten. Im Regelfall ist die Jägerin-Vogelspinne aber klar im Vorteil. Mit ihren kräftigen Cheliceren, den Beißwerkzeugen, hält diese mexikanische Brachypelma die Beute gut fest. Oft ist es bereits die mechanische Aktion der Kieferklauen, die ausreicht, ein Beutetier entsprechend abzutöten. Hin und wieder kann die Größe eines Beutetiers durchaus die Körperlänge der Spinne übersteigen, aber sie ist kräftig genug, auch damit fertig zu werden. In der Natur ziehen sich Vogelspinnen mit ihrer Beute gerne in ihren Unterschlupf zurück. Im Terrarium machen sie dies allerdings nicht immer. Sie setzen sich frei sichtbar hin und fressen genüsslich. Auch die allerkleinsten jungen Vogelspinnen sind bereits perfekte Fressmaschinen. Diese kleine Megaphobema hat eine Grille erbeutet und versteckt sie unter ihrem Körper. Und selbst die allerkleinsten Jungspinnen sind in der Lage, große Beutetiere zu schlagen. Es ist faszinierend, wie groß der Unterschied da manchmal sein kann. Eine ausgewachsene Xenestis aus Kolumbien spürt, dass da etwas zu ihren Füßen krabbelt. Vogelspinnen besitzen an ihrem Körper hohle Becherhaare, die Schwingungen aus der Umgebung sofort weiterleiten. Ein Beutetier tut gut daran, sich möglichst wenig zu bewegen. Ich persönlich pflege Vogelspinnen bereits seit Jahrzehnten in eigenen Terrarien und habe gute Erfahrungen damit gemacht, großen Arten auch schon mal ein Stückchen Fleisch anzubieten. Xenestis wie diese, aber auch andere große und riesige Vogelspinnenarten sind im Terrarium hervorragend auf diese Weise mit Futter zu versorgen. Auch sie finden am Urwaldboden in der Natur mal ein Stück Aas, das dann bereitwillig aufgenommen wird. Am Verhalten dieses Tieres kann ich bereits ablesen, dass sie Interesse gezeigt hat, sonst wäre sie schon längst geflüchtet.
Vogelspinnen sind in der Lage, auch tote Beute am Boden gut zu erkennen. Dafür haben sie spezielle Rezeptoren in den Fußspitzen. Und mit so einer fetten Beute kommt eine Vogelspinne dann tatsächlich lange aus. Die Spinne spritzt nun ihr Verdauungssekret, das wir landläufig als Gift bezeichnen, mit ihren kanülenartigen Cheliceren in das Beutestück. Hin und wieder wird das Beutetier oder das entsprechende Beutestück abgelegt und mit Seidenfäden überdeckt. Man nimmt an, dass die proteinhaltigen Spinnenweben bei der Verdauung mithelfen. Der Mund einer Vogelspinne ist im Übrigen winzig klein und nur in der Lage, flüssige Nahrung aufzunehmen. So muss also die Beute außerhalb des Körpers entsprechend verdaut und aufgeschlüsselt werden. Ein solcher Fressvorgang kann übrigens gut einen Tag und eine ganze Nacht lang dauern. Immer wieder wird die Beute dann von der Spinne in ihren Cheliceren hin und her bewegt, damit sich das Verdauungssekret gut darin verteilt. Man sollte hier übrigens nicht verschweigen, dass das Verdauen einer so großen Beute in einem Vogelspinnenterrarium zu Hause mit einer gewissen Geruchsbelästigung einhergeht. Man sollte sich frühzeitig daran erinnern, die Beutereste auch zu entfernen. In der Natur hat man beobachtet, dass gerade so große und massige Arten auch durchaus schon mal in der Lage sind, eine kleine Schlange oder eine Echse zu erbeuten. Es ist also tatsächlich nichts Besonderes, ihnen eben auch ein großes Stück Fleisch zu reichen. Ein großes, altes, erwachsenes Männchen einer Theraphosa-Art. Gerade für so alte Tiere, die nicht mehr in der Lage sind, genügend Insekten zu fangen, bietet Fleisch eine willkommene Alternative. Trotz seines fortgeschrittenen Alters hat dieses Theraphosa-Männchen beherzt in ein Stück Hähnchenbrustfilet gebissen und ist jetzt auf dem Weg, es in seiner Behausung genüsslich zu verspeisen. Sicherlich auch altersbedingt weist sein kleiner Hinterleib bei weitem nicht die Größe von dem eines Weibchens auf. Vogelspinnenmännchen sind in der Regel nach Erreichen ihrer Reife deutlich schlanker als die Weibchen. Ein weiteres Männchen von Theraphosa stirmi aus dem nördlichen Südamerika darf sich heute über einen Hähnchentag freuen. Eine sehr frühe Vogelspinnendarstellung stammt übrigens aus dem 17. Jahrhundert und zeigt ein Tier über einem Vogel fressend. Ihren Namen verdanken Vogelspinnen eben auch dieser Tatsache. Auf dem Urwaldboden und im Geäst der Bäume wird eben auch keine Nahrung verschwendet. Vogelspinnen akzeptieren eben auch Aas. Diese große Lasiodora hat noch nicht ganz verstanden, dass es sich um Beute handelt, aber auch sie wird später fressen. Ein großes, erwachsenes Theraphosa-Weibchen. Nach Verzehren einer so großen Beute kann bei solchen Spinnen der Hinterleib, das Abdomen, auch mal schnell die Größe eines kleinen Apfels erreichen.
Langjährige Erfahrungen haben übrigens gezeigt, dass eine so große Vogelspinne durchaus mit 10 bis 15 toten Mäusen im Jahr auskommt. Ja, auch ein derartiges Futtertier, vorher fachgerecht abgetötet, ist eine gute Alternative. Hat die Vogelspinne mit dem Fressen begonnen, so empfiehlt es sich, das Terrarium nicht zu besprühen, die Spinne auch nicht zu stören. Als kleine Faustregel zum Erkennen einer gut genährten Vogelspinne hat es sich übrigens als nützlich erwiesen, den Hinterleib mit dem Vorderkörper, dem Carapax, zu vergleichen. Sind in etwa beide gleich groß, so ist das Tier nicht unterernährt. Zur Beute von Theraphosa im Freiland zählen übrigens große Insekten, ja sogar kleinere Schlangen. Bei der ganz persönlichen Inspektion von Theraphosa-Bauten im südamerikanischen Regenwald konnte ich die Reste großer Libellenarten und Käfer feststellen. Mit einer geradezu stoischen Ruhe genießt Theraphosa ihr Mahl. So tut dies auch nach wie vor Xenestis aus Kolumbien. Es muss übrigens nicht zwingend Hähnchenbrustfilet sein, es tut auch ein Stückchen Rinderherz oder eben besagte tote Maus. Ein immer dankbarer Abnehmer für derartige Beute ist auch Acanthus gurria geniculata, eine große brasilianische Vogelspinne. Und ab und an ist hier deutlich zu erkennen, mit welcher Kraft die Cheliceren das Beutestück hier durcheinander kneten. Auch dieses Exemplar ist übrigens ein sehr, sehr altes Weibchen und auf diese Weise hervorragend zu ernähren. Es ist ein ganzer Tag und eine ganze Nacht vergangen und Theraphosa stirmi hat sichtlich an Volumen zugelegt. Und jetzt heißt es erstmal, sich genüsslich zu putzen. Vogelspinnen sind extrem saubere Tiere. Für Wochen wird dieses Exemplar erstmal satt sein. Die Reinlichkeit einer Vogelspinne schließt übrigens auch mit ein, dass Reste der Mahlzeit weit im Terrarium abgelegt werden, gern auch mal in den Wassernapf gestopft werden. Man sollte sie jetzt frühzeitig entfernen. Einfach der Sauberkeit wegen. Dem alten Theraphosa-Männchen hat die Mahlzeit gut getan, der Hinterleib ist wieder gut gefüllt.